Kennt ihr das? Manchmal kommt der Gedanke auf, ich habe so ein gutes Herz, ich bin so ein guter Mensch. Warum passiert mir das? Guten Menschen geht es immer schlecht. Ich habe einen Nachbarn, der das immer sagt. Guten Menschen geht es immer schlecht. Guten Menschen passieren immer schlechte Sachen. Und das ist ein Glaubenssatz, der nicht der Wahrheit entspricht. Ihr wisst, Überzeugungen sind Dinge, die wir glauben. Und wenn wir sie glauben, werden wir sie erfahren. So wichtig, das zu verstehen. Wenn ein Mensch überzeugt ist, ich bin ein guter Mensch und trotzdem passieren mir schlechte Sachen, dann sollte man mal in sich selbst reinhören und reinfühlen, weil das Leben ist ein Spiegel. Wenn da draußen schlechte Menschen in deinem Leben sind und dir Schlechtes tun, heißt das nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, aber es kann bedeuten, dass du dich selbst schlecht behandelst. Wenn du im Inneren nicht gut für dich sorgst, nicht für dich da bist, deine Grenzen überschreitest, immer erschöpft bist, weil du für andere da bist, nicht gut für dich bist, nicht für deine Bedürfnisse sorgst, dass es dir gut geht. So, und das ist jetzt nicht etwas, was ich sage, um dich fertig zu machen. Viele werden dazu erzogen, dass sie nicht für sich sorgen, sondern dass sie immer für andere da sein müssen oder dass das Leben hart ist und da gibt es nichts zum Entspannen und zum Genießen und für deine Bedürfnisse sorgen. Da kommen direkt Schuldgefühle hoch. Warum sollte ich für meine Bedürfnisse sorgen? Das sollte ich nicht tun. Das heißt, es gibt Menschen, die leben dann alleine, sind schon ausgezogen von der Familie, wo sie gelernt haben, nicht für sich selbst sorgen zu dürfen und denken, jetzt bin ich frei, machen sich aber fertig mit Sport, mit disziplinierter Ernährung. Es ist nichts Falsches daran, aber manche machen das exzessiv und merken gar nicht, wie sehr sie entbehren, wie sehr sie das Leben nicht genießen. Es geht nur um Leisten, Leisten, Machen, Tun, für andere da sein oder für die äußeren Umstände da sein, ne? Gut aussehen müssen, perfekt sein müssen. Alles gut, darfst du. Aber überschreite deine Grenzen nicht. Behandle dich gut. Sei gut zu dir. Nimm dir Zeit für dich selber. Nimmst du dir Zeit für dich selbst? Dass du mit dir alleine bist? Oder ist immer jemand bei dir? Social Media? Hörbuch? Es müssen immer Freunde da sein. Kannst du mit deinem Selbst auch alleine sein? Mit dir selber? Mit deinen eigenen Gedanken? Kannst du dich auch mal hinschillen und genießen? Etwas Leckeres? Oder etwas Gutes für dich tun? Und solange Menschen im Außen da sind, die dich erniedrigen, die dich fertig machen, die dich schlecht behandeln, ist es immer ein Hinweis darauf, dass im Inneren Anteile sind, die dich genauso behandeln. Also unbewusst du dich selbst auch so behandelst. Wenn du möchtest, sehe die Menschen, die dir wehtun im Außen, als Lehrmeister. Ein Lehrmeister, der gerade den Finger auf die Wunde legt, damit du siehst, dass da eine Wunde ist, damit du sie erkennen und in die Heilung bringen kannst. Solange wir aber noch im Ego sind und sagen, boah, der hat mich gerade verletzt und der, und dann die ganzen Schimpfwörter und fertig machen und Rache, solange wird die Wunde nicht heilen können, sie bleibt immer noch da. Natürlich tut es weh, ihr kennt es ja auch bei, wie hieß es, Karate Kid oder so, da war ich, keine Ahnung, es war schon noch 30 Jahre her oder so, wo der Meister, also wo Menschen, die diesen Karate da lernen, da gibt es auch so Filme, die werden ja manchmal mit einem Stock geschlagen oder die haben es echt hart. Und so lernen sie, ihre Knochen zu stärken. Es geht nicht darum, dass du leiden sollst. Es geht darum, wenn du verletzt wirst im Außen, zu erkennen, da ist etwas in mir, das mich selber verletzt. Was ist das? Und nicht immer finden wir es beim ersten Gedanken. Lass der Frage, die du dir selber stellst, was hat das mit mir zu tun, dass mir immer Schlechtes passiert, obwohl ich so ein gutes Herz habe, was hat das mit mir zu tun? Schmeißt die Frage in den energetischen Raum, in den Raum und lass es und warte. Nicht warten, lass es. Die Antwort wird mit der Zeit zu dir kommen. Und wenn du erkannt hast, wie viel es in Wirklichkeit mit dir zu tun hat und wie sehr du noch persönlich wachsen kannst und an dir positiv beeinflussen kannst, damit es auch im Außen aufhört. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wirst du auf jeden Fall sehr viel an Lebensqualität bekommen, positive Lebensqualität. Und wenn du Kinder hast, wirst du auch das deinen Kindern weitergeben können, dass stimmt nicht, dass Menschen, die ein gutes Herz haben, dass denen nur Schlechtes passiert, sondern sie unterdrücken ganz viel Wut vielleicht, sie unterdrücken ihre eigenen Bedürfnisse und ziehen dementsprechend Menschen an, die ihnen dann die Wut spiegeln oder sie ausnutzen oder was auch immer. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald.